Heute zeige ich dir, wie ich aus einem Raum mit diesem Nachhall einen Raum mit diesem Nachhall gemacht habe. Willkommen zu meinem brandneuen Projektstudio hier in Alicante in Spanien. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich öfter schon durch Spanien gereist bin und jetzt habe ich endlich bei einem Bekannten einen Raum entdeckt, der perfekt für ein modernes Projektstudio geeignet ist, weil er Parkettboden hat, weil er die nötige Höhe und eben auch die nötige Größe hat. Das ist ein Abstellraum auf einem Gelände hier und ich bin hier reingelaufen und habe sofort gesehen, okay, der eignet sich perfekt für ein Projekt-Homestudio, nenne ich es mal. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, so eine akustische Optimierung vorzunehmen. Es gibt sehr viele Do-it-yourself-Anleitungen mit Dämmwolle und wie man das dann zuschneidet und an die Wände hängt. Ich wollte das nicht machen, ich wollte nicht mit Dämmwolle hantieren und ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, mir das ewig zuzusägen. Und deswegen habe ich im Netz einfach nach Anbietern geguckt. Inzwischen gibt es da sehr, sehr viele, die solche akustischen oder Akustikelemente wie Bassfallen, wie Breitbandabsorber und Deckensegel herstellen. Und ich habe da eine Firma gefunden, die heißt XB Acoustics, die habe ich dir unten verlinkt. Und nein, ich bekomme kein Geld von der Firma, aber wenn mich ein Produkt überzeugt, dann sage ich das gerne auch mal einfach so in die Kamera. Solche YouTuber muss es ja auch noch geben. Okay, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe diesen Raum aus der Ferne von dieser Firma vermessen lassen. Das heißt, ich habe eine Skizze angefertigt von diesem Raum hier, habe die ihm rübergeschickt und er hat dann anhand dieser Skizze, wo er dann die Raumhöhe hatte, die Größe und auch was aus was für einem Material oder was für Material hier verbaut worden ist, also Parkett, Beton oder Steinwand, Steindecke und so weiter. Das musste ich ihm alles reinschreiben und anhand dessen hat er mir dann eine Skizze geschrieben und hat mir auch die Elemente, die er empfehlen würde, da hat er mir einen Kostenvoranschlag gemacht und hat mir ein Angebot geschickt und das habe ich auch genau so bestellt und dann umgesetzt. Ja, wir schauen uns mal ganz kurz so ein Element an. Das hier ist Basotect oder aus Basotect. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier in der Kamera so sieht. Und was daran gut ist, ist, dass du hier hinten, das ist das Basotect hier drin. Und hier hinten kannst du praktisch die, also es ist bezogen und das ist ein waschbarer Stoff. Den kann man hier einfach abziehen von den Elementen. Das fand ich schon mal sehr gut. Ich wollte mir jetzt nicht einfach dieses Basotect direkt an die die Decke hängen, weil das sieht, glaube ich, jetzt nicht ganz so toll aus. Und das fand ich eine ganz gute Lösung. Dann gibt es verschiedene Farben, die man sich raussuchen kann. Ich habe die Wände hier gelb gestrichen, weil wir in Spanien sind und weil dieser Raum eben auch kein Fenster hat, damit es nicht allzu dunkel wird. Und dazu passend habe ich einfach in Beige jetzt diese Elemente bestellt. Und jetzt mal ein paar Eindrücke, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise allein habe ich es nicht gemacht. Ich hatte Gott sei Dank ein paar Helfer, die mir hier zur Hand gegangen sind. Wir haben also als Erstes, habe ich diesen Raum leergeräumt und gestrichen und dann haben wir angefangen, die Elemente reinzubauen. Wir haben angefangen mit den Bassfallen, was nicht so ganz einfach war, da diese spanischen Wände hier etwas krumm und schief sind und so mussten wir so ein paar Balken mit einsetzen und damit wir also gerade kamen mit diesen Bassfallen, die du hier im Hintergrund siehst. Das war gar nicht so einfach, bis die gerade gestanden sind. Das war schon so ein bisschen eine Herausforderung. Anschließend haben wir die Wandelemente angebracht, was auch nicht so einfach war, denn diese Steinwand ist gar nicht so leicht zu durchbohren gewesen. Also es war auch wieder eine Herausforderung. Und wir haben dann diese Elemente angebracht. Die sind sehr leicht, von daher war es jetzt in diesem Fall kein Problem. Die haben wir dann alle aufgehängt. Danach habe ich den Vorhang hier an einem Regal hier angebracht und dieser Vorhang ist doppelter, naja, so ein akustikdämmender Stoff. Das war übrigens das teuerste Element von dieser ganzen Sache. Der Vorhang ist sehr schwer. Ich habe also tatsächlich das Regal noch verstärken müssen. Das war gar nicht so einfach, das hier anzubringen, aber bis jetzt hält er und ist auch noch nicht runtergefallen. Ja, und das krasseste waren mit Sicherheit die Deckensegel. Ich hatte zunächst mal die Idee, diese indirekt zu hinterleuchten und deswegen habe ich hier solche LED-Leuchten gekauft, damit man das Studio nachher schön indirekt ausleuchten kann, auch wenn man drin arbeitet, dass es eine angenehme Atmosphäre ist, haben wir einfach so diese LED-Lämpchen hinten aufgeklebt. Und dann kam der große Schock auch hier in der Decke. Das ist so eine, ich denke mal, ich glaube, man nennt das Hohlbetonwand. Also du bohrst einfach kurz rein
5 Millimeter und dann kommt schon ein Hohlraum und deswegen mussten wir mit Spreizdübeln arbeiten. Das war auch nochmal eine Angelegenheit, die relativ lang gedauert hat, aber jetzt hängen alle Elemente. Ich bin sehr zufrieden mit dem Raumklang. Es ist noch eine kleine Frequenz, die irgendwie so nachklingt. Das ist minimal. Ich denke mal, dass es an der Decke liegt. Vielleicht muss ich da noch ein Element dazu kaufen. Aber insgesamt finde ich das Ergebnis wirklich hervorragend. Ja, also natürlich nochmal, man kann das alles selber machen. Aber wie gesagt, mit Dämmwolle und hier noch Zeug zu sägen, dazu habe ich die Zeit auch nicht, weil ich muss ja auch weiterarbeiten. Es ist vom Preis her wirklich fair gewesen, finde ich. Ich habe jetzt hier keine Holzverzierung drum oder keinen Holzrahmen drumherum, aber ich finde, das braucht es eigentlich auch nicht. Die sehen so gut aus, das passt farblich alles gut zusammen. Und das Ergebnis ist tatsächlich überzeugend, auch wenn man es aus der Ferne jetzt nicht hundertprozentig so vermessen kann, wie wenn jetzt der Akustiker direkt hier drin steht. Ja, vielleicht noch ganz kurz, falls sich jemand fragt, warum ich hier nur Breitbandabsorber, Deckensegel und Bassfallen und keine Diffusoren habe. Ganz einfach, das ist ein Projektstudio, das heißt, hier wird hauptsächlich gemischt und weniger aufgenommen. Also ich habe hier ein E-Schlagzeug drin stehen mit akustischem Schlagzeug, das kann ich hier nicht machen, also könnte ich auch machen. Aber ich habe eine Gesangskabine, die stelle ich dir in einem anderen Video mal vor, und da kann ich einen Akustikgitarristen tatsächlich auch reinsetzen und eine Sängerin kann ich in die Gesangskabine stellen, wenn ich den Sound noch trockener haben möchte. Also deswegen brauche ich hier keine Diffusoren. Und ich habe ja mit einer Akustikgitarre auch schon drin gesessen. Der Sound war auch da hervorragend. Also das hat alles gepasst. Jetzt würde mich zum Schluss natürlich noch deine Meinung interessieren oder deine Tipps. Was hast du für Maßnahmen getroffen, um deinen Raum akustisch zu optimieren? Oder hast du vielleicht eine Firma, die du empfehlen kannst? Oder hast du es doch selber gebaut? Es ist viel einfacher. Das würde mich sehr interessieren. Schreib es dann bitte unten in die Kommentare. Welche Maßnahmen hast du ergriffen, um deinen Raum akustisch zu optimieren? Ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du dieses Video teilst, wenn es jemand weiterhelfen könnte oder wenn du im besten Fall ein Abonnent wirst. Und wir sehen uns schon bald wieder hier mit vielen neuen Videos aus der spanischen Sonne. Bis bald!